Katholisch 1 TV, heute unter anderem mit diesen Themen. Zu zweit sitzt man auf dem Tandem und das kann manchmal etwas ganz Großes sein. Zu dritt waren die Weihekandidaten bei der Diakonenweihe in St. Ulrich und Afra. Und ein Ausflug. Im Marienmonat Mai besuchen wir die Marienkapelle Gerstruben. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Am Samstag war ein großer Tag für drei Männer, die sich und ihr Leben ganz in den Dienst Gottes und der Kirche stellen wollen. Sie sind auf diesem Weg schon weit gekommen und haben nun einen weiteren Schritt zurückgelegt. Gestern sind sie von Bischof Bertram Mayer in der Augsburger Basilika St. Ulrich und Afra zu Diakonen geweiht worden. Manuel Reichert, Markus Kraus und Roland Kiechle am Tag ihrer Diakonenweihe. Hier bin ich. So stellten sich die drei Weihekandidaten vor. Jeder von ihnen hatte sich lange auf diesen Tag vorbereitet, mit dem Rückenwind ihrer Familien und Freunde. Sie sind bereit für den Dienst des Diakons. Es ist ein Dienst, durch den der Diakon in das Geheimnis des Glaubens eingeweiht wird. So führte es Bischof Bertram Mayer in seiner Predigt aus. Und er selbst erinnerte sich an den Tag der eigenen Weihe zum Diakon. Die Diakonenweihe geht noch mehr unter die Haut. Warum? Weil dort die Weihekandidaten versprechen, ehelos um des Himmelreiches willen, sprich zölibatär, ein Leben lang leben zu wollen. Und das, glaube ich, ist der eigentliche Quantensprung, die Lebensentscheidung, die nicht bei der Priesterweihe, sondern bei der Weihe zum Diakon versprochen wird. Das erleben jetzt auch die drei Weihekandidaten. Sie versprechen an diesem Tag, ihr Leben ganz auf Jesus Christus auszurichten. Zum Zeichen dafür geben sie ihre Hände in die des Bischofs. Danach legen sie sich auf den Boden vor dem Altar, ein Symbol der Demut und wieder ein Zeichen, dass sie ihr Leben in Gottes Hände legen wollen. Der Kern der Weihe ist der Moment von Handauflegung und Gebet. Damit wird die Aufnahme in das neue Amt endgültig besiegelt. Der Bischof wünschte ihnen, dass sie Jesus auf der Spur bleiben. Jetzt sind Manuel Reichert, Markus Kraus und Roland Kiechle Diakone und werden von ihren jeweiligen Praktikumspfarrern eingekleidet. Was du liest, ergreife im Glauben. Was du glaubst, das verkünde. Und was du verkündest, erfülle im Leben. Mit diesen Worten wird das Evangeliar überreicht. Ich fühle mich unglaublich glücklich, bestärkt jetzt, dass ich diesen Dienst übertragen bekommen habe und dass ich den jetzt ausüben darf. Und ja, es war anders, als man sich vorgestellt hat, aber doch irgendwie auch unglaublich schön. Und insofern freue ich mich jetzt, diesen Dienst tun zu können. Und wie es der Bischof eben gesagt hat, mit Maria zu Christus gehen, und das möchte ich mir jetzt einfach auch ins Herz einprägen, damit genau das meinen Dienst auch erfüllt, immer wieder zu Christus zu gehen. Also ich fühle mich sehr erleichtert jetzt. Es war eine große Freude, die Diakonweihe zu erleben und jetzt auch als Diakon wirken zu können, und es war einfach sehr emotional für mich. Ich bin überwältigt. Ich bin wirklich einfach überwältigt von der ganzen Feier. Man stellt sich dann schon Sachen vor, aber es läuft dann einfach und das Gebet der Leute trägt einen. Ich habe das wirklich, wirklich spüren dürfen, als wir am Boden gelegen sind, wie die Leute zwar nicht mitgesungen haben, aber doch mitgebetet haben. Und ich bin einfach glücklich. Der Regens des Priesterseminars, Domkapitular Michael Kreuzer, hatte bereits am Anfang der Weiheliturgie bestätigt, dass er sie für würdig halte, die Weihe zum Diakon zu empfangen. Wenn ich dann immer sagen muss, dem Bischof um die Weihe bitten muss, dann erinnere ich mich jedes Mal daran, wie bei unserer Weihe dieser Eingangsdialog noch nicht da war, sondern da wurde einfach vorgetragen, der Bischof hat zugestimmt, dass folgende Alumnen geweiht werden. Und so ist es aber natürlich auch schön, wenn man sagen kann, ich glaube es wirklich, obwohl es eine seltsame Frage ist, ob ich weiß, dass sie würdig sind, wer will das wissen. Aber ich glaube schon, dass sie ihr berufen sind und dass sie ihr Bestes getan haben, diesem Ruf zu antworten. Manuel Reichert, Markus Kraus und Roland Kiechle. Sie werden ihr Leben im Dienste der Menschen und im Dienste von Jesus Christus führen. Es war ein aufregender Tag für die drei Neudiakone. Wir haben alle drei im Vorfeld der Diakonenweihe an ihren jeweiligen Praktikumsstellen getroffen und so ein bisschen näher kennenlernen dürfen. Hier im Kemptener Hofgarten trifft man Markus Kraus, wenn er nachmittags eine Pause macht. Er genießt das Inlineskaten. Einfach mal die Gedanken schweifen lassen, den Moment genießen. Ein bedeutender Schritt liegt vor dem 34-Jährigen. Bald schon ist er Diakon und in einem Jahr wahrscheinlich Priester. Für den einstigen Lagerlogistiker eine gewaltige Veränderung, die er in seinem Leben durchlaufen hat. Es war während meiner Berufstätigkeit in der
in einer Spedition. Darin ging es immer mehr darum, ja, Geld praktisch, wie kann man mehr Gewinn machen. Und für mich war einfach dieses kam dieser Gedanke auf, ist Geld alles, es gibt auch was Größeres. Und das ist die Liebe Gottes. Und wer die in seinem Leben erfahren kann, das ist viel mehr wert wie Geld oder Macht. Also hat er in 5 Jahren das Abitur nachgeholt und anschließend Theologie in Augsburg und Salzburg studiert. Zurück geht's an seinen derzeitigen Arbeitsplatz, die Basilika St. Lorenz und das Pfarrbüro gleich nebenan. Markus Kraus ist in einer sehr gläubigen Familie aufgewachsen. Ich habe 2 Geschwister und bin in Friesenried in der Nähe von Kaufbeuern aufgewachsen mit denen. Bin ein richtiger Nachzügler, also meine 2 Schwestern sind 16 Jahre älter wie ich. Und geprägt hat mich auch praktisch die Ministrantengruppe bei mir zu Hause, war auch im Pfarrgemeinderat bei mir zu Hause in Friesenried. Dass wir die Liebe Gottes in unserem Leben konkret erfahren dürfen, davon ist Markus Kraus überzeugt, weil er es selbst immer wieder erlebt hat. Für mich ist ein Satz in der Bibel ganz ausschlaggebend für meinen priesterlichen Dienst später. Er lautet: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hingab. Diese Liebe Gottes durfte ich in meinem Leben spüren. Und deswegen ist es für mich ganz besonders wichtig, diese Liebe Gottes den Menschen weitergeben zu können durch meine Verkündigung im Gottesdienst und durch die Sakramente. Bald schon wird er vorne mit am Altar stehen als Diakon und wird, so wie es der aus dem Altgriechischen stammende Begriff sagt, ein Diener Gottes sein. Roland Kichler absolviert sein pastorales Praktikum in Nördlingen. Er stammt aus dem Allgäu, aus Wilpotsried in der Nähe von Kempten. Es ist eine wunderbare Stadt, weil das Flair einfach noch das des Mittelalters ist irgendwie. Die Stadtmauer geht um die ganze Stadt rum, die kleinen Häuser, verwinkelte Gassen. Leider sehe ich es noch nicht wirklich, weil ja durch Corona alles ein bisschen ausgestorben ist. Aber mir gefällt die Stadt einfach, weil man noch irgendwie das Gefühl hat, man befindet sich im Mittelalter durch die Stadtmauer und die kleinen und verwinkelten Gässchen. Roland Kichler hat sich immer in seiner Pfarrei und in der Kirche engagiert. Er war bei vielen Weltjugendtagen, hat bei Jugend 2000 mitgemacht, war Ministrant. Daneben war ihm auch der Sport immer wichtig. Derzeit fehlt ihm dazu die Zeit ein bisschen. Wir nutzen daher das schöne Wetter und spielen ein bisschen Tischtennis im Park hinter der Stadtmauer. Ich war früher ziemlich aktiv im Tischtennis und im Fußball. Ich habe eigentlich alles parallel gemacht, war ein relativ begeisterter Sportler. Und es lief dann auch ganz gut. Im Fußball waren wir in der Bezirksliga mit dem SSV Wilpotsried, meinem Heimatverein. Und im Tischtennis habe ich sogar am Schluss in der Bayernliga eine Halbsaison gespielt. Der Weg nach St. Salvator in Nördlingen ging zunächst über das Studium der Technomathematik. Anschließend hat Roland Kichle als Softwareentwickler gearbeitet. Es passte alles und irgendwie fehlte doch etwas. Und so hat er seinem Leben eine komplett neue Wendung gegeben und in Augsburg und in Rom Theologie studiert. Ich habe mir immer überlegt, warum ich nicht hundertprozentig glücklich bin, weil äußerlich eigentlich alles gepasst hätte. Ich habe einen super Job gehabt, ich habe eine tolle Freundin gehabt, Sport hat mir Spaß gemacht und vom Äußeren her war quasi alles da. Und doch war immer noch dieser Gedanke im Hinterkopf, Priester werden. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Warum geht das nicht irgendwann weg? Und ich habe begriffen, dass ich keine hundertprozentige Sicherheit haben kann, sondern irgendwann vertrauen muss und mich ganz in die Hände Gottes fallen lassen muss. Ab dem Zeitpunkt habe ich auch erfahren, was es bedeutet, wenn man sich ganz Gott gibt, dass er nämlich einem alles zurückgibt. Ich hatte schon meine Bedenken, da einfach alles aufzugeben. Aber ab diesem Zeitpunkt habe ich gewusst, danke lieber Gott, ich glaube, das ist der richtige Weg für mich. Zusammen mit Pfarrer und Dekan Georg Fitsch bespricht Manuel Reichardt die Lieder für seine erste Messe als Diakon. Man merkt, die Vorfreude und Aufregung vor der Diakonenweihe steigen. Seit einem halben Jahr ist der 25-Jährige in der PG Peißenberg, um viele Praxiserfahrungen zu sammeln. Dazu gehört der Religionsunterricht an der Grund- und Mittelschule. Dann ist natürlich auch viel Praxiserfahrung in der Pfarrei, das heißt in Jugendgruppen, sofern sie halt jetzt gerade möglich sind. Dann auch in der Firmen- und Erstkommunionvorbereitung. Ich war bei einigen Tauf- und Trauergesprächen, aber auch schon bei Brautgesprächen mit dabei. Das sind einfach so die Sachen, wo mich der Pfarrer so tagtäglich mitnimmt.
und wo ich einfach selber so ein bisschen mit reinschnuppern darf. Manuel Reichardt ist in Neuburg an der Donau aufgewachsen. Obwohl er in Eichstätt Abitur gemacht hatte, entschied er sich für ein Theologiestudium in seinem Heimatbistum im Augsburger Priesterseminar. Im Glauben geprägt haben ihn vor allem seine Familie und die Großeltern. Auf dem Weg dann zur Erstkommunion habe ich gesagt, ich möchte Priester werden. Und es hat sich dann auch so ausgedrückt, dass ich Ministrant wurde, Oberministrant und dann auch im Pfarrgemeinderat war. Und auf dem Weg haben mich dann auch ganz viele Menschen einfach begleitet, die mich dann angesprochen haben und gesagt haben, könntest du dir nicht vorstellen, dass du Priester wirst? Und so ist es dann im Gespräch mit denen und auch mit Priestern entstanden, dass ich gesagt habe, ja, ich glaube, das ist mein Weg. Darum ist es für mich auch so wichtig, dass ich Freunde habe und Wegbegleiter auf meinem Weg, die dann auch am Ende wie ein Korrektiv auf mich einwirken können. Als Marienverehrer kommt er gern in die Wallfahrtskirche Maria Eich, die zur PG Peisenberg gehört. Neben Trompete hat er auch Kirchenorgel gelernt und greift ab und zu gerne in die Tasten. Glaube ist für mich ein Anker in schwierigen Zeiten, ein Hoffnungspunkt, der einfach immer wieder weitergehen lässt. Glaube ist für mich aber auch etwas, wo ich einfach die Liebe Gottes in meinem Leben spüre. Und ich einfach diese Liebe Gottes, die ich da erfahren habe, an andere Menschen weitergeben möchte. Und damit kommen wir zu den Kurznachrichten der vergangenen Woche und beginnen mit einer Personalie. Der neue Hauptgeschäftsführer von Renovabis, der Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa, kommt wieder aus dem Bistum Augsburg. Pfarrer Thomas Schwarz, bisher Leiter der Pfarrei St. Michael in Mehring, wird ab dem 1. Oktober diese Aufgabe übernehmen. Er löst dann Pfarrer Christian Hartl ab, der ebenfalls aus dem Bistum Augsburg kam. Der neue Dienstsitz von Pfarrer Schwarz ist Freising. Unser Herr Bischof hat mich letztes Jahr gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, diese Aufgabe zu übernehmen in der Nachfolge von Dr. Hartl, der ja ins Bistum zurückkommt. Und nach einer kurzen Bedenkzeit habe ich gerne Ja gesagt, weil ich einfach das für eine sehr, sehr spannende Aufgabe halte, den Kontakt und auch die Unterstützung, die Solidarität mit den ganzen Kirchen und den Gesellschaften in Mittel- und Osteuropa wirklich zu halten, zu entwickeln und aufzubauen. Eine ganz wunderbare Tätigkeit, wo ich, glaube ich, immer noch viel lernen kann, aber auch viel einzubringen habe. Die Pfarrei in Mehring wird der bisherige Diözesan-Jugendpfarrer und Leiter der Diözesanen Hauptabteilung Evangelisierung, Jugendberufung, Domvikar Florian Magda, übernehmen. In einem Schreiben an alle Pfarreien und Ordensgemeinschaften sowie ausländischen Missionen im Bistum Augsburg lädt Bischof Bertram Mayer zur Teilnahme am 3. Ökumenischen Kirchentag ein. Dieser findet vom 13. bis 16. Mai statt, pandemiebedingt digital und dezentral. Ich würde mich freuen, so Mayer wörtlich, wenn an möglichst vielen Orten in der Diözese Augsburg am 15. Mai katholische, aber ökumenisch sensible Gottesdienste stattfinden würden. Zum Beispiel könne man Vertreter benachbarter evangelischer Kirchengemeinden einladen oder ökumenisch gekennzeichnete Lieder aus dem Gotteslob singen. Das Programm des Ökumenischen Kirchentags, an dem auch prominente Persönlichkeiten wie zum Beispiel Bundeskanzlerin Angela Merkel oder der TV-Moderator und Arzt Eckhard von Hirschhausen teilnehmen, finden Sie unter www.oekt.de. Der Monat Mai ist seit dem 17. Jahrhundert der Gottesmutter Maria gewidmet. Sie ist auch die Schutzheilige Bayerns. Normalerweise finden ihr zu Ehren jedes Jahr viele Marienwallfahrten statt. Wir sehen hier Bilder von den großen Patrona Bavariae-Wallfahrten der bayerischen Bistümer aus den vergangenen Jahren. Pandemiebedingt fallen diese Wallfahrten in diesem Jahr natürlich aus. Auch viele Ordensgemeinschaften haben einen besonderen Bezug zu Maria. So zum Beispiel die Franziskanerschwestern vom Kloster Maria Stern in Augsburg. Ebenfalls in Augsburg befindet sich das berühmte Gnadenbild Maria Knotenlöserin. Das Original hängt in St. Peter am Perlach. Eine Kopie ist inzwischen in der Kirche Heiligkreuz, da St. Peter derzeit geschlossen ist. Seit 1613 setzen sich in Augsburg auch die marianischen Kongregationen für die Verehrung der Gottesmutter ein. Im Augsburger Dom finden während des ganzen Monats wieder regelmäßige Maiandachten statt. Die Andachten beginnen immer um 19 Uhr. Den Auftakt machte bereits gestern zum 1. Mai Weihbischof Anton Losinger. Nächsten Sonntag folgt dann Weihbischof Florian Wörner.
Und das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht's gleich, passend zur Jahreszeit, auf dem Fahrrad weiter, besser gesagt auf dem Tandem. Und wir besuchen eine Marienkapelle, die jetzt im Marienmonat Mai ein echter Ausflugstipp ist. Optimieren Sie Ihre Auffindbarkeit bei Google für relevante Keywords. Erhalten Sie wichtige Entscheidungshilfen. Suchmaschinenanalyse. Wir zeigen Ihnen wie. Kauf im Allgäu. Das Portal für Händler und Dienstleister im Allgäu. Online suchen, vor Ort kaufen. Finde schnell und einfach die Geschäfte, die genau das haben, was du suchst. Und kauf es direkt in deiner Region. Online suchen, vor Ort kaufen. kauf-im-allgäu.de. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myClickCard.de. Leiten Sie gezielt Interessenten auf Ihre Website und steigern Sie das Kundeninteresse, die Aufrufe und Ihre Online-Verkäufe mit Google Ads. Wir zeigen Ihnen wie. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Das Team der Behindertenseelsorge im Bistum Augsburg hat große Pläne. In mehreren Etappen wollen sie in den kommenden Jahren eine Fahrradwallfahrt nach Trier zum heiligen Matthias unternehmen. Den ersten Schritt dahin haben sie in dieser Woche gemacht und die entsprechenden Fahrräder abgeholt. Es sind Fahrräder, die speziell für Menschen mit Behinderung geeignet sind, um kleinere Spazierfahrten oder auch größere Touren zu unternehmen. Und natürlich haben sie die Räder gleich schon mal getestet. Einfach draufsetzen und losradeln. So einfach geht das bei diesen Gefährten nicht. Für die nagelneuen Paralleltandems, die in Lechhausen zur Abholung bereitstehen, braucht es eine fachmännische Einweisung für all die Gurte, Hebel und Pedale. Diakon Thomas Schmidt freut sich über den Zuwachs im Fuhrpark der Behindertenseelsorge. Wir sind darauf gekommen, weil Menschen mit Behinderung, vor allen Dingen blinde Menschen, jetzt Fahrrad fahren nur können mit Begleitung, also im Tandem. Wir sind dann schon 2-3 Mal mit dem Tandem unterwegs gewesen und haben festgestellt, da haben sehr viele Interesse dran und das könnten wir doch eigentlich auch mal aufnehmen in unser Programm. Das Schöne an den Paralleltandems ist, dass man keine Balance halten muss. Also ich kann wirklich alle Menschen mit Behinderungen, die das nicht können, da mit dabei haben. Und los geht's für Diakon Schmidt und Daniela Konrad und seine Kollegin Gertrud Mertes mit Silvia Sturm an ihrer Seite. Unterstützt durch den E-Motor kommen die beiden Teams flott voran. Die allererste Fahrt führt am Lech entlang. Bei traumhaftem Wetter strampelt es sich bestens. Eine coronasichere Kunststoffscheibe trennt die Mitfahrer. Also am Lech auf und ab und schält mich auch von der Natur her und der Lech und die kühle Luft, aber das braucht der Mensch zum Atmen. Ist schön, tut gut, gell? Genau, tut gut, genau. Also phänomenal, besser als ich gedacht habe. Wir haben eine Probefahrt vor einigen Monaten gemacht und jetzt in Augsburg, wo ich mich jetzt auch auskenne und so weiter, einfach klasse. Also wir haben auch einen kleinen Berg gemacht unten, vom Lech wieder ganz rauf. Das geht auch wunderbar mit der Elektronik hier. Kippt auch nicht, es wackelt ein bisschen, aber wir haben nie den Eindruck, dass es wackeln oder dass es umkippen könnte, gell? Die Menschen mit Behinderung können mittreten, müssen aber nicht. Denn sie sollen ja vor allem die Fahrt mit allen Sinnen genießen. Also die Stadtraut hat mir jetzt auch ein bisschen was erklärt, wie es hier ausschaut. Von der Umgebung her, wo der Lech ist, dass der eben rechts von uns ist. Für jemanden wie ich, die nochmal einen Sehrest hatten, die wissen, wie es ausschaut, wie Farben ausschauen und so, können sich das halt dann noch besser vorstellen.
In Zukunft wollen sie aber nicht nur an Lech oder Wertach entlang radeln. Wir können zum einen damit Hausbesuche machen, also jemanden zu Hause abholen und dann miteinander ins Gespräch kommen. Jetzt haben wir noch die Corona-Scheibe dazwischen, aber die wird ja vielleicht auch irgendwann weg sein. Aber wir haben festgestellt, dass man sich auch so ganz gut unterhalten kann und dann im Unterwegssein in der schönen Natur. Das ist einfach wunderbar. Wir wollen tatsächlich mal von Augsburg bis Trier, wo der heilige Matthias ist, mit dem Radfahren entlang der Flüsse. Wir sind letztes Jahr schon angefangen, sind bis Donauwörth gekommen und würden dann vielleicht noch, wenn das Corona-konform geht, im September dieses Jahr schon weitere Etappen starten oder erst im nächsten Jahr. Für heute ist die Runde etwas kleiner. Vom Lechufer geht es auf die Friedberger Straße. Nach etwa 7 Kilometern haben die 4 Radler ihr Ziel am Haus St. Ulrich erreicht. Dort werden die Tandems jetzt untergestellt und dann so oft wie möglich zum Einsatz kommen. Und dazu wünschen wir natürlich allzeit gute Fahrt. Die Tandems werden übrigens auch verliehen, falls Bedarf und Interesse besteht. Sie haben es vorhin in den Nachrichten ja schon gehört und wissen es auch selbst. Der Mai ist unser Marienmonat. Darum möchten wir Ihnen jetzt eine Marienkapelle zeigen, die ganz sicher einen Ausflug wert ist. Die Marienkapelle im ehemaligen Bergbauerndorf Gerstruben. Hier gibt es keine regelmäßigen Gottesdienste mehr, aber ein Blick hinein lohnt auf jeden Fall. Pfarrer Marus Meyer, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Oberstdorf, hat uns dieses Kleinod ein bisschen erklärt. Es scheint fast, als wäre die Zeit stehen geblieben, hier oben in Gerstruben. Doch obwohl die letzten Bewohner des einstigen Bergbauerndorfes schon lange weg sind, kommen noch viele Besucher hierher ins Dietersbachtal. Gerade im Frühling locken die Farben der Natur, die imposanten Berge sowie Wirtshaus und Museum die Menschen nach Gerstruben. Die gut erhaltenen restlichen Höfe weisen auf die jahrhundertelange Geschichte der Siedlung hin. Als besonderes Kleinod steht am Ende dieses idyllischen Fleckens die malerische Marienkapelle. Die Marienkapelle hier in Gerstruben macht vor allem aus, dass sie der Ort war, an dem sich die früheren Bewohner dieses Ortes, etwas geheimnisumwitterten Ortes, vor allem aber auch dieses Ortes in dem Hochtal drin, der für die Bewohner sehr schwer zu bewirtschaften war, dort versammelt haben und ihren Glauben gelebt haben. Er ist Maria geweiht, dieser Ort. Wir wissen, dass die Kapelle jetzt aus dem 18. Jahrhundert ist, aber wahrscheinlich gab es natürlich Vorgängerbauten. Die Ansiedlung Gerstruben hat ihre erste Erwähnung 1361, geht auf jeden Fall also aufs Mittelalter zurück. Wann genau eine erste Kapelle von den einstigen Bewohnern aus dem kleinen Walsertal errichtet wurde, ist nicht belegt. Fest steht, das kleine Gotteshaus in seiner heutigen Form weist einige Besonderheiten auf. Beim Blick ins Innere steht mit der Mutter Gottes auf der Mondsichel das Patronat im Mittelpunkt. Diese Figur stammt wie der Altar aus dem frühen 18. Jahrhundert. Am Altar rechts und links sind 2 Figuren von sehr beliebten Heiligen zu sehen. Rechten Seite der heilige Sebastian, den es fast in jeder Kapelle gibt bei uns. Auf der linken Seite der heilige Benedikt. Nun, das ist ein bisschen eine Besonderheit und lässt einen aufhorchen, warum das jetzt gerade ausgerechnet hier heroben ist. Das ist reine Spekulation, aber ich kann mir vorstellen, dass der heilige Benedikt, wer Subiaco kennt, wo er sein Mönchtum gegründet hat, wo er in einem Hochtal, in Einsamkeit, in einem harten Leben lebte, dass der vielleicht ein besonderer Patron auch für die Leute hier oder ein Schutzherr sein konnte oder einer, zu dem sie einfach Vertrauen hat. Neben dem Altar gibt es weitere Kostbarkeiten in der Marienkapelle. Eine barocke Figur des heiligen Nikolaus beispielsweise, sowie einige Gemälde oder ein bemerkenswertes bäuerliches Kreuz mit einem markanten Christus. Neben Christus am Kreuz hängt ein ganz eigenartiges Gemälde. Das Jesuskind auf einem Kissen mit einer Dornenkrone. Da kann man sagen, was ist das? Es gibt es in der Kunstgeschichte öfters, dass die Barockzeit Krippe und Kreuz miteinander kombiniert. Aber gerade auch hier in diesem speziellen Fall würde ich jetzt sagen, kann man daran denken, dass die Menschen, die hier oben natürlich auch Freude erlebt und ihre Feste gefeiert, die Engel, die da rechts und links vom Altar posaunen, weisen auch darauf hin in ihrer Fröhlichkeit.
Aber natürlich, sie hatten ein hartes Leben. Sie hatten ein Leben mit vielen Entbehrungen und auch, es waren wohl auch viele Tränen nach oben geflossen sein. Und da zu sehen, dieser Jesus, der ist für uns da, der hat das erlebt, an ihn können wir uns wenden, er ist unser Heiland, er hat für uns gelitten und schenkt uns das ewige Leben. Trost, Halt und Zuversicht, all das haben die Menschen sicherlich über Jahrhunderte hinweg gesucht und hier gefunden. In einer Zeit, in der die Bewohner den Naturgewalten noch unmittelbar ausgesetzt waren. Doch bis zum heutigen Tag gilt die Kapelle als Anziehungspunkt. Ich weiß es auch wirklich von Einheimischen, dass für sie die Kapelle einfach mehr ist, als wie bloß vielleicht ein historisches Objekt. Immer verbunden natürlich mit diesem Mythos oder mit dieser Geschichte der Gerstrubener Bevölkerung, die sich dann Ende des 19. Jahrhunderts eben unter schwerem Entschluss zurückgezogen hat aus dieser Ansiedlung. Und ich weiß es, dass viele Menschen auch hier heraufgehen und dass gerade diese Kapelle der Ort ist der Begegnung zwischen Himmel und Erde und wo vielleicht gerade im Marienmonat Mai auch die Anliegen und Nöte heraufgetragen werden zur Mutter Gottes, die Menschen jetzt betreffen. Es ist für viele also ein ganz spezieller Ort, die Marienkapelle von Gerstruben. Eben mehr als nur ein idyllisches Ausflugsziel in einem so schön gelegenen Bergbauerndorf. Gottesdienste finden keine mehr statt, aber innehalten kann man hier jederzeit. Vielleicht auch mit dem Gefühl, als wäre die Zeit hier stehen geblieben. Das war's von uns für heute. Wir haben aber noch etwas für Sie, das Ihnen gleich ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Versprochen. Es kommt vom Dominikus Ringeisenwerk in Ursberg. Katrin Fink und ihr Team aus der Seniorenstätte haben zum Tanz eingeladen. Und zwar Kollegen und Bewohner und natürlich auch Kolleginnen und Bewohnerinnen aus den Wohneinrichtungen St. Maria, St. Anna und St. Elisabeth. Lassen Sie uns gemeinsam für 2 Minuten die Pandemie vergessen. In diesem Sinne einen schönen Abend und eine gute Woche. Bleiben Sie fröhlich. Tschüss.